Wahrlich, Josef und sein Bruder, also Benjamin, sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Als sie sagten, wahrlich, Josef und sein Bruder, Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, sie meinen Benjamin, der Josefs Vollbruder mütterlicherseits war, wie bereits erwähnt. Ibn Ashur sagte, die restlichen Brüder waren allesamt seine Brüder väterlicherseits, also von einer anderen Mutter. Obwohl wir eine ansehnliche Schar sind, also ihm besser helfen können und viel nützlicher sind als die Kinder, das sind Erwachsene. Warum kümmert er sich also mehr oder warum liebt er die Kinder mehr als wir? Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Gemeint ist also die Fehleinschätzung. Al-Qurtubi sagt, rahimahullah, sie meinen nicht den Irrweg bezüglich der Religion. Schließlich wären sie Ungläubige, wenn sie dies gemeint hätten. Also sie meinen ja nicht, unser Vater ist im Irrtum, also der hat einen falschen Glauben. Dann wären sie ja gar keine Gläubigen. Sondern was meinen sie? Sondern sie meinten, dass er falsch liegt, wenn er die beiden anderen, den 10 Geschwistern bevorzugt. Was? 10 Leute, 10 Männer, die können dir helfen, die können dich unterstützen. Und dann kümmerst du dich eher um 2 Kinder. Sie dachten, das wäre ein Irrtum. Hier kommen wir zu einem Aspekt, liebe Geschwister, und zwar, dass die Liebe der Kinder natürlich veranlagt ist im Menschen. Allah Azza wa Jalla sagt, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Doch die bleibenden rechtschaffenen Taten also sind besser bei deinem Herrn in der Belohnung und besser in der Zukunft. Also du wirst etwas Besseres davon haben. Und die Liebe zu den Kindern kann unterschiedlich sein. Und deswegen ist es keine Ungerechtigkeit, wenn man ein Kind mehr liebt als das andere. Warum? Weil die Liebe ist eine Sache, da hast du keine Herrschaft darüber. Liebe ist etwas im Herzen. Und deswegen wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn man jemanden mehr liebt als den anderen. Was das Materielle angeht und auch den Umgang angeht, da muss Gerechtigkeit herrschen. Nur weil du jetzt zum Beispiel ein Kind mehr liebst als das andere, darfst du nicht mehr Zeit verbringen damit, mit diesem einen Kind, und das andere Kind vernachlässigst du. Diesem einen Kind hilfst du immer, dem anderen nicht. Dem einen Kind schenkst du einmal was, dem anderen nicht. Mit dem einen Kind lächelst du und lachst du, mit dem anderen nicht. Das ist Haram. Das ist Ungerechtigkeit. Aber die Zuneigung im Herzen, du empfindest mehr Liebe zu einem Kind als dem anderen, das ist nicht Haram. Aber dein Verhalten, deine Taten, deine Handlungen, das muss gerecht aufgeteilt werden unter den Kindern. Das